Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sublon. Wir waren letztes Mal in der Nacht hier unterwegs. Überall sind kleine, niedliche Laternchen an. Eine Mitteilung. One-Eye sagt, er wird die Steuern erhöhen, die Inselbewohner an ihn zahlen müssen. Hoffentlich finden sie nie heraus, dass das meine Schuld ist. Moment, hier unten schreibt er noch, das habt ihr Sunnys Einmischungen zu verdanken. Diese Mitteilung nehme ich mit. Bevor die Inselbewohner von der Steuererhöhung erfahren, muss ich erstmal herausfinden, wie man am besten mit One-Eye verfährt. Gar nicht? Das andere haben wir alles schon gelesen, ne? Brauchen wir eigentlich auch nicht. Mit irgendjemandem reden, glaube ich. Wer könnte denn One Eye kennen, um zu wissen, wie wir mit ihm verfahren? Glühwürmchen. Glühwürmchen sind ja so hübsch. Ich wünschte, ich hätte ein paar davon für mich. Im Moment habe ich dafür keine Verwendung, aber man weiß ja nie. Benutze die Maus, um Sunny um das Gebüsch herumzuführen. Drücke die linke Maustaste, um das blaue Glühwürmchen zu fangen. Hüte dich vor Schlangen und dem roten Glühwürmchen. Frage, die ich mir nur gerade stelle, ist: Welche Schlangen? Ach, die Schlangen. Oh, okay. Wenn sie rauslaufen, ist schon nicht gut. Jetzt habe ich verstanden. Okay, nicht über Schlangen laufen. Habe ich gesagt. Habe ich dann nicht gemacht. Aber, ne, okay, nicht überschlagen. Im Moment habe ich dafür keine Verwendung. Ja. Das kriegen wir hin. Dass man hier rumfahren muss, ist ein bisschen mehr. Oh ja, das war dann eine Umdrehung zu viel dahin. Das ist noch nicht voll genug. Ganz langsam. Jetzt haben wir aber genug, oder? Nee. Okay, komm, es hat jetzt pausiert. Genau in dem Moment, wo ich... wo ich es eingesammelt hatte, erfolgreich. Da habe ich es. Und dann ist die Schlange rausgekommen. Das war fies. Okay, wir haben aber zumindest Glühwürmchen. Mal sehen, ob auf der Windsor Maid noch jemand wach ist.
Hallo, Amadeo. Was machst du denn? Hallo, Sunny. Ich stehe Wache. Kann ich zu Morgan? Nein, ich habe euch doch gerade gesagt, dass ich Wache stehe. Es ist aber sehr wichtig. Der Captain hat aber ausdrücklich gesagt, dass ich niemanden auch nur in die Nähe ihrer Kabine lassen soll. Morgan verheimlicht mit Sicherheit etwas. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Aber wie soll ich an Amadeo vorbeikommen? Sagst du das auch gerade zu ihm, oder? Ich meine, so sah es gerade so aus. Jetzt hat der Schädel Glühwürmchen in den Augen. Oh mein Gott! Was? Was ist denn los? Sieh mal! Ah! Ah. Okay. Geht weg von mir! Geister, überall Geister. Ja, nicht ganz. Seltsam. Morgan ist gar nicht hier. Was soll Amadeo denn dann bewachen? Vielleicht die Kabine selbst oder etwas darin? Vielleicht. Ich möchte sie auch einfach ihre Privatsphäre behalten, aber... Hey. Das Porträt und der Brief sind immer noch da, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Juan einen solchen Brief an Morgan hätte schreiben sollen. Es sei denn... Das ist eine Zeichnung von Juan. Muss wohl ein Selbstporträt sein, weil er so gut aussieht. Aber warum schließt Morgan denn sein Bild weg? Was soll ich denn damit machen? Wo ist denn Papier? Das ist der Drohbrief? Die Handschrift ist ja grauenvoll. Füge dich meinen Wünschen oder du wirst es für immer... Jetzt brauche ich ein paar klare Antworten. Ich muss herausfinden, wer Morgan diesen Brief geschrieben hat. Aber ohne einen Graphologen muss ich die Handschrift irgendwie anders mit dem Schuldigen in Verbindung bringen. Genau wie ich dachte. Eine ganz andere Handschrift. Dann hat Juan diesen Drohbrief also doch nicht geschrieben. Wer kann es denn dann gewesen sein? Oh, wer hätte es schon sein können? One-Eye schien sehr interessiert, als ich über Morgan und Juan sprach. Vielleicht ein bisschen zu interessiert. Gibt es sonst noch jemanden, der so gemein sein könnte? Ich brauche einen Beweis. Das ist ein sehr wichtiges Beweisstück. Das muss ich mitnehmen. Beweisstück A gesichert. Die Handschrift ist bei beiden dieselbe, also wurde der Drohbrief definitiv von One-Eye geschrieben. Vergleicht man diese beiden Schriftstücke miteinander, dann habe ich den Beweis, den ich brauche. Jetzt muss ich herausfinden, warum er ihn geschrieben hat. Aber das kann ich ihn wohl schlecht direkt fragen, sonst lässt er mich von Diablo töten. Andererseits überzeuge ich mit diesem Beweis vielleicht ein paar Leute, mir zu helfen. Wo steht er denn jetzt eigentlich? Er ist komplett weggerannt, er ist runtergegangen. Nein, da oben ist er. Nein, da oben ist er. Das sind nur Glühwürmchen, Kleiner. Ah, ruhig, Amadeo, ich bin's doch nur. Sunny, habt ihr den Schädel gesehen? Er ist zum Leben erwacht. Ich glaube, jetzt habe ich die Hosen gestrichen voll. Ich sollte mich besser mal waschen gehen. Kann ich dich zuerst noch etwas fragen? Könnt ihr nachsehen, ob der Schädel weg ist? Tut mir leid, Amadeo. Ich habe den Schädel präpariert. Ich habe ihm Glühwürmchen in die Augenhöhlen gesetzt. Aber warum habt ihr das gemacht? Ich habe doch nur eine Hose. One-Eye hackt etwas aus, was mit der ganzen Insel zu tun hat. Und ich musste unbedingt mit Morgan sprechen. Sie ist aber doch gar nicht in ihrer Kabine. Ich weiß.
Hör mal, warum würde jemand Morgan einen Drohbrief schreiben? Ich habe keine Ahnung. Kann ich den mal sehen? Kannst du lesen? Vergleiche mal die Handschrift auf den beiden Schreiben. Ihr habt recht. Das beweist, dass One-Eye dem Captain diesen Brief geschickt hat. Und was bedeutet das? Keine Ahnung. Vielleicht solltet ihr jemanden fragen, der für ihn arbeitet. Gute Idee. Diablo kann ich schlecht fragen. Aber es arbeiten doch noch andere für ihn. Natürlich. Bajari zum Beispiel. Danke, Amadeo. Okay. Dann halt mal auf zum Häuptling. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo Häuptling, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ihr habt One-Eye verärgert, Sunny. Es wäre nicht sehr klug von mir, eure Fragen zu beantworten. Dann stimmt es also, was die Leute über euch sagen. Ihr seid nichts weiter als einer seiner Lakaien. Das bin ich nicht. Aber ich muss an mein Volk denken. Ihrem Volk wäre mehr damit gedient, wenn Sie ein bisschen Rückgrat zeigen würden. Helfen Sie mir, ihn zu stürzen. Und ihr erwartet von mir, dass ich das tue, nur weil ihr es verlangt? Na, natürlich nicht. Sehen Sie sich das hier mal an, Häuptling. Vergleichen Sie die Handschrift. Ja, die Handschrift ist dieselbe. Aber ich verstehe nicht so ganz, was... Das beweist, dass One-Eye Morgan einen Drohbrief geschrieben hat. Warum tut er so etwas? Das weiß ich nicht. Morgan hasst One-Eye schon, solange ich mich erinnern kann. Aber ich kenne den tieferen Ursprung für ihren Hass nicht. Offensichtliches mal ausgenommen. Werden Sie mir dann jetzt endlich helfen, bitte? Nun gut. Ich werde eure Fragen beantworten. Aber wenn deswegen meine Leute in Gefahr geraten, werde ich euch eigenhändig an One-Eye ausliefern. Das klingt schon eher nach einem echten Häuptling. Was hat Juan mit all dem zu tun? Schon seit frühester Jugend schwärmt er für Morgan. Aber sie ist nicht an ihm interessiert. Die Leute trauen ihm nicht mehr, seit er und One-Eye vor Jahren das Haifischrennen verboten haben. Warum sollte One-Eye denn Angst haben vor Max? Max? Wer ist denn Max? Er ist ein niedliches kleines Tierchen, mit dem ich mich angefreundet habe, als ich hierher kam. Er sieht aus wie eine Mischung zwischen einem Hund und einem kleinen Bär. Da müsst ihr euch wohl irren. Auf dieser Insel hier gibt es solche Tiere nicht. Seid ihr sicher, dass ihr euch das nicht nur eingebildet habt? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich muss herausfinden, wo Max abgeblieben ist. Okay. Nee, theoretisch will ich in den Dschungel. Nachts an der Klippe entlang zu laufen ist keine gute... Ich frag mich jetzt, also der Weg ist nochmal ungefähr 10 Meter weiter weg von der Klippe. Ups, nein, nicht oberes Stadtteil. Wenn ich mich recht erinnere, recht entsinne. Aber ist okay. Kameraschwenker braucht noch eine Minute. Da ist er schon. Nachts in den Dschungel zu gehen, ohne irgendeinen Schutz oder Lichtquelle, das ist vollkommen Wurst. Hier gefällt's mir aber überhaupt nicht. Ich habe unendlich viele Filme gesehen, in denen eine hübsche Blondine nachts allein im Central Park joggen geht und am nächsten Tag wird ihre zerstückelte Leiche entdeckt. Unheimlich. Ja, das ist gut möglich. Aber wir sind ja auch nicht im Central Park. Ja, jetzt bin ich hier oben.
Verdammt, wie kamen wir nochmal zu ein vergessenes Kloster? Hudendorf. Hallo, Chemin. Inarukaraya. Wie geht es dir heute Abend? Das ist ein cooler. Okay, kann ich mit ihm reden? Hallo, Chemin. Nein, nein. Ich möchte die Beweise zeigen. Diese beiden Sachen kann ich nicht zusammen. Kann ich Maxi irgendwo finden? Ich komme nicht an die Rückseite des... Ich hab ein bisschen gehofft, er kann mir darüber über Max was sagen, aber will er offensichtlich nicht. Aber, bevor wir weiter uns auf die Suche nach gegebenenfalls Max machen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!